Hallihallo, meine Lieben, und willkommen zum zweiten Teil unserer heutigen Halloween-Fahrt, nachdem wir den ersten Teil des Grauens schon hinter uns haben, und zwar das Grauen meiner schlechten Übersetzungskünste, dachte ich mir, wir machen noch etwas ganz Neues. Naja, fast neu, Leute. Ihr kennt ja meine Reaction-Videos, aber normalerweise reagiere ich ja auf Videos, die mit Spielen zu tun haben, eben zum Beispiel die Warfler-Videos oder ich schaue mir Vorschau-Videos von HoYoVerse an oder. Also es hat eigentlich immer was mit Spielen zu tun gehabt, aber da ja nun Halloween ist, dachte ich mir, wir schauen uns ein Geistervideo an. Und zwar habe ich mir von dem Kanal Dream ein Video rausgesucht namens 15 unheimliche Begegnungen auf Kamera Teil Nummer 2. Ja, ich dachte mir, wir nehmen direkt den zweiten Teil, aber auch nur, weil ich den ersten nicht gefunden habe. Und es ist mit das neueste Video. Von daher denke ich mir, finden wir da etwas Neues. Denn normalerweise schaue mir tatsächlich solche Videos an, aber eigentlich auf der Seite von Kasperside. Jedoch ist das ein englischsprachiger YouTuber und das wäre ja ein bisschen doof für diejenigen, die kein Englisch können, beziehungsweise nicht so gut können, so wie meine Wenigkeit. Und ja, dann habe ich nach einem Deutschen geschaut, nach einem deutschen YouTuber, der auch solche Videos ja hochlädt. Und da bin ich auf Dream gekommen. Und ja, ich würde sagen, wir legen eigentlich gleich mal los, ne? Ich muss mich nur noch vorbereiten, Leute. Auf geht's zu YouTube. So. Sieht schon gruselig aus. Das Bild hier hinten ist schon, naja, gut. Mal gucken, ob da jetzt gleich jemand runtergeschossen kommt oder nicht. Du siehst, ich bin noch bei 0 Sekunden, also es geht direkt los. Und ja, hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Oder hol dir auch nichts zu trinken, für den Fall, dass du so bist wie ich, die alles dann durch die Gegend schmeißt, sobald sie sich erschreckt. Aber ja, mach es dir gemütlich und mal sehen, was uns hier erwarten wird. Ich bin sehr gespannt. Also Leute, let's go. Hinweis, dieses Video enthält sensible Inhalte. Oh, Leute, okay. Wenn er das schon hier hinschreibt, wer. Ich weiß ja nicht, um was es geht. Ob es hier vielleicht auch um irgendwelche. Ja, ich darf das nicht sagen, sonst muss ich das rauspiepen. Das ist auf YouTube immer ganz extrem. Wenn es hier um irgendwelche Verbrechen oder sowas geht, ich umschreibe das jetzt einfach mal, dann schaut euch das nicht an, wenn ihr das nicht ertragen könnt oder was auch immer hier passieren wird. Aber wenn der hier sensible Themen anspricht, das kann ja dann immer nur irgendwas in diese Richtung sein, ne? Also seid da bitte vorsichtig, ja? Hello? Hi? 15 unheimliche Begegnungen auf Kamera. Leute. Flüsternde Stimme? Warte, ich will doch mal ganz kurz zurück, okay? Ja, fängt ja schon wieder gut an, Leute. Das Video könnte länger gehen. Es geht so schon 38 Minuten, wenn ich immer wieder zurückspule. Ja, zurückspule. Ich weiß, ich bin einfach 100.000 Jahre alt. Ich sag das immer, ne? Dann geht das Video wahrscheinlich eine Stunde, Leute. Ho! Ho! Oh, ich hoffe, mein Kopf hängt hier nirgendwo davor. Da muss ich ein bisschen drauf achten, Leute. Am 12. Mai 2024 hat eine Frau namens Felicia aus Georgia eine Videoaufnahme gemacht, die sie seitdem zutiefst beunruhigt. Geht es um den Hund? Obwohl sie das Video mehrmals angesehen hat, kann sie sich die Aufnahme immer noch nicht erklären. Stand ich davor? In dem Video sieht man Felicia, wie sie mit ihren Hunden auf der Veranda spielt, ja, als plötzlich etwas Unerwartetes geschieht. Ja? Ich sehe noch nichts, Leute. Seht ihr irgendwas? Ich sehe Flipflops. Ho! Irgendjemand hat gesprochen. Ja. Beim ersten Mal ist es leicht zu überhören, aber wenn man die Aufnahme wiederholt und den Ton verstärkt, hört man Folgendes. Oh mein, oh, ich krieg Gänsehaut. Es wird nun deutlich, eine körperlose Stimme hatte zu ihr gesprochen. Wenn man genau hinhört,
klingt es, als würde die Stimme sagen, verschwinde. Verständlicherweise gerät Felicia in Panik und läuft weg. Ohne Sie Witz. Lässt die Tür für ihren Hund offen, aber aus ich hätte mich irgendwo Grund in so eine Ecke hineingehen. Verkrochen. Selbst er scheint etwas Ungewöhnliches zu spüren. Von dem Vorhang hinter Felicia, der sich genau wow. in dem Moment bewegt, könnt ihr das sehen? Ja, mein Kopf ist nicht davor. Zu ihrem Hund, der sich fürchtet, ins Haus zu gehen. Felicia ist überzeugt, dass es sich um etwas Übernatürliches handelt. Leider gibt es keine weiteren Informationen zu dem von ihr geposteten Clip, was diesen Vorfall zu einem völligen Rätsel macht. Oh Mann, Leute, ich habe sowas auch mal erlebt. Am 27. Erzähle ich euch noch, wenn ich dran denke. Ich will jetzt hier nicht so zwischenkrabbeln. Sofort zu ihrem Handy, um etwas mit der Kamera aufzunehmen. Oh mein Gott, warum hast du sowas? An diesem Abend geschah es erneut. Jalen lag im Bett und arbeitete an ihrem Laptop, als ihr etwas aus dem Augenwinkel auffiel. Da sich dieser Vorfall oh, wieso hast du sowas ereignete, im Haus? Voller alter Gegenstände überraschte es sie nicht sonderlich. Sie glaubt, dass einige dieser Gegenstände verflucht oder von Geistern heimgesucht okay. sind. Doch selbst wenn dem nicht so wäre, hätte sie Angst, an diesen Ort zurückzukehren. Und zwar wegen dieses Vorfalls. Hier ist ihre Aufnahme. Aufgepasst. Hab doch nicht solche Dinger in deinem Haus, Mensch. Sagte diejenige, die Puppe in ihrer Wohnung hat, die aussieht, als würde sie auch gleich von, keine Ahnung, von Chucky rausgesprungen sein. Geh doch nicht daran! Hello, Mister! This thing just moved. Echt? Das habe ich nicht gesehen. Nett mit Tee. Netty nett. Hello? Mister? Mach doch nicht sowas. Bist du crazy? Oh, warum hast du so viele Puppenköpfe? Oh, ich hab so Gänsehaut. Bitte mach nichts, bitte mach nichts, bitte mach nichts. Der macht die Tür zu. Der sagt, raus hier. Ich brauche Privatsphäre. Ich meine, gut, das kann jetzt aber auch der Wind oder sowas sein, ne? Das muss jetzt nicht unbedingt was heißen. Hat der gerade was gesagt? Oder war das ein Quietschen? Oh, ich warte darauf, dass der sehr den Kopf dreht. The door just moved. Ja. Das haben wir gesehen. Aber ich habe die Bewegung nicht gesehen gehabt davor. Du hast zwei verschiedene Socken an. Nur mal so nebenbei. Oh mein Gott, mach das nicht. Nachher steht er davor oder so. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, das war gruselig. Oh, ich habe mich richtig erschrocken gerade. Verdammt. Oh, ich werde zu alt für solche Dinge. Are you real? You can do it again. Hat er seine Augen bewegt oder was hat er getan? I won't watch. Okay, guck nicht hin. Warum bist du so ruhig? Oh Gott. Hä, macht er was? Ich sehe gar nichts, Leute. In diesem Leute. Moment wurde Jaden klar, dass das, was sie zuvor gesehen hatte, nicht nur Einbildung war, ja, sondern wo etwas denn? Reales. Irgendwie beginnt sich die Schaufel. Oh! Sie bewegt Bin ich sich davor? Minimal, Nein, ihr könnt aber sehen. Es wirkt, als würde sie lebendig werden. Seltsamerweise geschieht dies nur, wenn Jalen nicht direkt hinsieht. Es scheint, als würde die Puppe versuchen, nicht erwischt zu werden, indem sie sich sehr unauffällig verhält.
Als Jalen jedoch bemerkt, dass ihr Spiegel die Reflexion einfängt, überlistet sie die Puppe und bringt sie dazu, sich zu bewegen. Oh. Zuschauer haben noch etwas anderes in diesem Video bemerkt. Ob Zufall oder nicht, sie können sich des Eindrucks nicht erwehren, dass der Ballon und die sich von selbst schließende Tür... Da habe ich mich richtig erschrocken, Leute. Ich hoffe, ich war da nicht so laut. Abzulenken. Fast so, als sollten sie verhindern, dass sie die Puppe sieht. Es ist merkwürdig, wie beide Objekte jedes Mal eingriffen, wenn sie versuchte, die Puppe zu beobachten. Trotz ihrer Bemühungen, ihre Sicht zu behindern, gelingt es ihr schließlich doch. Das wirft natürlich Fragen auf. Wie genau konnte sich die Puppe von selbst bewegen? Und war es wirklich nur Zufall? Oh, das war richtig gruselig, Leute. Ihren Blick zu blockieren? Das war gruselig. Wie bei den meisten Videos gibt es auch hier noch keine eindeutige Antwort auf diese Frage. Aber wie immer würde ich gerne eure Meinung dazu hören. Schreibt sie in die Kommentare. Nur mal so. Am 11. Mai 2023 hatte ein Autofahrer ein erschreckendes Erlebnis. An diesem Abend, kurz nach 19 Uhr, fuhr er gerade nach Hause, als plötzlich etwas Unerklärliches auf der Straße auftauchte. Oh. Oh, wo passiert was? Rechts, links? Links, rechts? Mitte? Oh mein Gott! Oh, alter Schwede! Das hat mich gerade schon wieder gekriegt. Mann, ich bin zu schreckhaft für solche Dinge. Ich kann das nicht machen, Mensch, Leute. Warum tue ich das? Etwas auf der Straße, das zu schweben schien. Der Fahrer erinnert sich genau daran. Wow, schaut mal, wie das da einfach sich, wie sich dieser Mensch, in Hähnchen Mensch, manifestiert. Schaut mal, boop, einfach da. Oh, sorry, ich habe jetzt voll über den gequatscht, ne? Nochmal kurz zurück. Etwas auf der Straße. Entschuldigung, Leute. Ich bin jetzt ruhig. Der Mann lenkte scharf nach rechts, um irgendwem oder irgendetwas auszuweichen. Die Kamera erfasste tatsächlich etwas auf der Straße, das zu schweben schien. Der Fahrer erinnert sich genau daran, dass diese Gestalt barfuß war und ein weißes Kleid trug. Doch was war es, das mitten auf der nächtlichen Straße plötzlich vor ihm erschien? Schreib mir deine Gedanken dazu in die Kommentare. Es war ein Geist! Das folgende Video stammt von... Oh nein, keine Babys, bitte! ...die in einem malerischen Haus lebt, in dem es für ihre Familie... Oh mein Gott, guckt ihr da etwa unter das Bett? Obwohl sie in einer sicheren Nachbarschaft wohnt, ist es das Haus selbst, das mit Kindern, das ist gruselig. Bereitet. Weil dann weißt du... sich etwas in diesem Haus, das ihre Familie beunruhigt. Von Schränken, die offen vorgefunden werden, obwohl niemand im Haus war. Also wenn Kinder oder Kleinkinder darauf reagieren, zu ihren Kindern, oder Babys, dann weißt du, das stimmt irgendwas nicht. Oh mein Gott, du willst zu Papa? Dass die Familie seit ihrem Einzug sehr angespannt ist. Aber von allen Familienmitgliedern scheint das Baby am stärksten von diesem Umzug dann wissen wir, da stimmt was nicht, Leute. Babys können nicht spielen. Also die können das nicht vorspielen. Das folgende Video zeigt nur einen von vielen Vorfällen, bei denen etwas Unerklärliches geschieht. Aber im Gegensatz zu anderen Ereignissen hat dieser die Familie besonders erschreckt. Das haben sie aufgenommen. Oh nein, da guckt irgendwas unten durch, oder? Entweder eine Hand oder ein Gesicht oder sowas. Irgendwas passiert. Da kommt das Baby. Oder das Kleinkind. Nee, sieht eher aus wie ein Kleinkind. Ich glaube, das Babylein war noch kleiner. Oh, da! Oh. Die hat gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, aber die konnte es nicht sehen. Sie war ja mit dem Rücken zum Spielhaus. Oh, die hat aber gemerkt, dass... Ja, wow, krass. Ohne das Baby vorne im Zimmer hätte Vishani... Die hat gemerkt, dass es aber aus der Richtung kam. ...nicht ausmachen können. Sie durchsuchte den ganzen Raum, nur um später festzustellen, dass das Geräusch aus dem Puppenhaus kam. Aber die Ursache selbst ist es, die ihr Angst macht. Kurz bevor das Geräusch zu hören ist, sieht man das Spielzeug leicht über dem Boden schweben, bevor es in die Luft geschleudert wird und ein hörbares Klacken von sich gibt. Vishani zuckt zusammen, sie hat das Klacken gehört, alles klar. Beim Betrachten der Aufnahmen tut. Seitdem hat sie Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass so etwas nicht in der Nähe ihrer Kinder passiert.
Dennoch gehen die seltsamen Aktivitäten wie auch die Zuschauer. Wie sich das Spielzeug deswegen hat sie da drunter geguckt. In diesem Raum noch andere merkwürdige Vorfälle gab, die nicht bin ich im Weg? Leute da. Erfasst wurden. Am Nummer 11. 2. Oktober 2024 sorgt eine Live-Übertragung in den Fernsehnachrichten für Aufregung bei vielen Zuschauern. Die während dieser Sendung aufgenommenen Bilder hatten nichts mit dem eigentlichen Nachrichtenbericht zu tun. Tatsächlich war es so ungewöhnlich, dass viele die Ausstrahlung erneut ansehen mussten, um zu bestätigen, was sie gesehen hatten. Oh, aber der ist gut, muss ich wirklich sagen. Die gesamte fragliche Sendung aufgezeichnet. Der Dream. Auch Shane war beim Anschauen ziemlich erschrocken. Er hat den Livestream erneut abgespielt und zeigt genau, was zu sehen war. Schaut jetzt genau hin. Okay. Leg los, Dad. Es beginnt von da oben. Es kommt herunter und macht einen Schlenker. Okay. Ich guck hin. Oh, was ist das? Ein Dementor! Harry Potter! Wo bist du? Oh, wow. Da oben, was ist das? Nee, das ist, glaube ich, kein Vogel. Die Qualität von Shanes Video ist nicht gerade hochauflösend. Nee, das was stimmt. Es schwierig macht zu erkennen, was genau zu sehen ist. Zum Glück hat ein anderer Zuschauer, der dasselbe Programm verfolgte, den Vorfall ebenfalls aufgezeichnet. Oh, kann man das dann besser sehen? Es sieht aus, als wäre es die gleiche Richtung, Leute. Bei genauerer Betrachtung wird klar, warum viele Zuschauer diesen Moment im Fernsehen immer wieder abgespielt haben. Mhm. Es sieht aus, als würde eine dunkle, schattenhafte Gestalt vorbeihuschen. Obwohl die Möglichkeit eines Insekts in Betracht gezogen wurde, behaupten viele in den Kommentaren, dass es sich nicht um ein Insekt handeln kann, da es sehr nah an der Linse sein müsste, um so deutlich sichtbar zu sein. Naja, es ist ja auch ziemlich groß, ne? Dafür, dass das so weit weg ist. Fern zu sein. Von Vermutungen, es könnte der Sensemann sein, ist die Idee eines Geistes. Es ist offensichtlich, dass die Zuschauer ziemlich erschrocken waren. Ob es sich nun um einen Geist handelt oder nicht, überlasse ich es euch zu beurteilen. Oh, das ist crazy. Was genau von der Kamera eingefangen wurde. Nummer 10, Leute! Die ersten 5 haben wir gleich. Hörte ein Mann eines Nachts seltsame Geräusche. Oh nein, mach doch nicht sowas. Oh, ich trau mich doch heute Abend nicht zu schlafen. Mann. Hatte er merkwürdige Geräusche dokumentiert, die später. Wollen wir eine Pyjama-Party machen? Dumpfe Schläge, Knarren und andere unheimliche Geräusche. Anfangs hatte er das Ganze nicht ernst genommen und es auf das Alter des Hauses geschoben. Aha. Ja, gut, das kann sein. Nacht, als er wieder nachsah, passierte etwas wirklich Erschreckendes. Oh. Oh. Hallo? Leute, Pyjama-Party heute Abend? Habt ihr Bock? Ich will nicht alleine schlafen gehen. Oh. Oh Gott. Alter, wie jetzt gleich das Ding da aufgeht, ne? Mach das nicht. Mach das. Bist du des Wahnsinns? Geh da nicht hoch. Ruf deinen Papa. Ich würde meinen Papa holen. Nur mal so nebenbei. Oh, ich habe Angst bei einem Schlenker, dass irgendwas vor uns steht. Oh, ich habe zu viele Horrorspiele gespielt. Oh mein Gott. Plötzlich kippt ein Möbelstück wie von Geisterhand um und der Mann geriet in Panik. Er ließ alles fallen, auch sein Handy und rannte Hals über Kopf aus dem Haus. Ja, ich wäre direkt 5 Städte weitergelaufen. Zutiefst erschüttert hatte. Seitdem wohnt er bei einem Freund. Und kann ich verstehen. Die beiden haben stundenlang über den Vorfall gesprochen. Sie sind sich sicher, es spukt auf dem Dachboden, vielleicht sogar im ganzen Haus. Was denkst du darüber? Oh, ich habe Gänsehaut ohne Ende. Das habe ich jetzt schon 3-mal gesagt, ne? Oder 5-mal. Oder 10-mal. Zwei Teamkollegen,
die sich vor einer Kamera einen Ball zuspielen mhm. und dem Publikum demonstrieren, was sie vor einem Spiel zur Vorbereitung machen. Es ist Freitagabend in einem Fußballstadion mhm. und beide Spieler sind in ein kleines Aufwärmtraining vor dem Spiel vertieft. Doch während die Spieler den Ball hin und her passen, fällt den Zuschauern etwas Ungewöhnliches in dieser Aufnahme auf. Erst als jemand ein Video erstellte, das auf etwas im Hintergrund hinwies, begannen die Leute, das Originalvideo erneut anzusehen, um zu überprüfen, ob es stimmte. Zu ihrem Erstaunen war es wahr. Während sich beide Spieler den Ball zuspielen, wird Folgendes aufgenommen. Okay, wo? Im Hintergrund. Oh! Ja, aber da läuft noch jemand. Da laufen zwei? Okay. Der Social Media Account, der dieses Video gepostet hat, da bin ich mir jetzt nicht sicher, Leute. Nicht, was aufgenommen wurde, bis zahlreiche Kommentare eingingen, die den vermeintlichen Geist erwähnten. Die Aufnahme erfolgt aus der Ferne. Sieht aus wie ein Spieler. Aber nicht so weit, dass man nicht etwas sich Bewegendes erkennen könnte. Zum Vergleich: Hier steht eine Person. Ja. Und direkt gegenüber befindet sich eine Reihe von Tribünen voller Menschen. Ja. Beides ist eindeutig als Menschen erkennbar. Aber dieses Etwas ist selbst aus der gleichen Entfernung nicht zu identifizieren. Es ist klar, dass sich etwas bewegt. Ja, aber es ist Leute, doch, guckt mal. Wartet, noch mal ganz kurz zurück. Selbst aus der gleichen Entfernung nicht zu identifizieren. Es ist... Leute, ich hab rausgetippt. Mann, ich wusste, dass mir das passieren wird. Menno. Aber, mal ganz kurz. Das sieht aber schon nach einem Menschen aus, findet ihr nicht auch? Ich gehe noch mal ganz kurz zurück. Ja, wir gucken es uns jetzt zum vierten Mal an, Leute. Ist eindeutig als Menschen erkennbar. Aber dieses Etwas. Ja, aber hier auch, guck mal, da unten sind die Beine. Zu identifizieren. Die Beine. Klar, und das sieht aus, als würde der ein Trikot uns so tragen. Was genau zu sehen ist. Während einige spekulieren, dass. Ich meine, was ein bisschen seltsam ist, ist, dass der schon so ein bisschen schwarz-weiß ist, der über die ne? Tribünen läuft, sind andere davon völlig verwirrt. Da der Account, der dieses Video gepostet hat, keinen Kommentar oder keine Erklärung abgegeben hat, bleibt die Frage unbeantwortet. Genau, ich bin mir nicht sicher. Was meint ihr? Ich bin mir wirklich nicht sicher. 2024 untersuchte ein Mann namens Jared zusammen mit Northern seinem Bruder Paranormal und einem Freund sein Team Haus, UK. Nachdem okay. es zu einer Reihe seltsamer Vorfälle gekommen war. Sie hatten wo bleiben gesehen, die japanischen Leute? Die sind immer crazy drauf. Jared war vor etwa 25 Jahren mit seiner Familie nach Blackpool, England gezogen, wo sie ein Hotel kauften, das sich als Spukhaus herausstellte. Oh, die Aufzüge fuhren von selbst auf und ab und Gäste sahen oft eine Gestalt am Ende ihres Bettes sitzen, was dazu führte, dass sie am nächsten Tag wieder abreisten. Wäre ich auch. Seitdem schienen diese seltsamen Ereignisse ihnen überall hin zu folgen, wohin sie auch zogen. Eines Nachts, während sie das Haus untersuchten, fingen sie etwas absolut Furchterregendes ein. Hm. Hallo Kumpel, wir sind im Haus von Jet und Dave und führen eine weitere Untersuchung durch, weil hier Dinge gesehen worden sind. Letztes Jahr, als ich hier oben war, war es ziemlich unheimlich. Bin ich davor, Leute? Könnt ihr es lesen? Die Nachtsichtkamera, okay? Die SLS, so that's why they're still behind me. Because we don't want to keep mapping them. We want to see what we can map ourselves. Wir haben ein paar Orbs eingefangen, okay? Oder sie hoffen, ein paar Orbs einzufangen? Das war eben so schnell. Und ein paar Lichter sind angegangen. Oh! Was war da? Stand da gerade jemand? Ich habe nur die Decke gesehen, oder was das war. Wir müssen das Video nochmal ansehen. Ja, bitte nochmal zurück. Ich dachte, ich hätte was gesehen, sagt er. Oh Gott. Ja, genau, das Handtuch habe ich auch gesehen. Ja,
Ein unheimliches, bleiches Gesicht war zu sehen, das durch die Tür hervorlugte. Oh! Als Janet die Kamera zurückschlenkte, war es verschwunden. Und auf der anderen da Seite war tatsächlich der Tür was. War niemand. Es sah so aus, als hätte es langes Haar. Oder könnte das die Personen im Haus waren die drei. Oh, und sie waren Mann. Zusammen in diesem Raum. Was auch immer dieses Ding war, es machte ihnen so viel Angst, dass sie die Nacht bei ihrem Freund verbrachten. Ein paar Tage später kehrte Jared zurück, diesmal allein und bei Nacht, oh, und beschloss erneut nachzuforschen. Warum? Warum? A bit of an investigation. Ja, alleine. I'm on my own tonight. Ja, das ist das Dümmste, was man machen kann. Deswegen sterben Männer eher. Weil sie immer so was Waghalsiges so, machen. We've seen a figure in the living room behind the door. Oh! What the f*** with this crap? I'm sick of this f***ing thing. Oh my. Da hat was... I'm sick and tired of this f***ing house. Oh it's my. Horrible. Wow, Kumpel. Cat's up there. What are you doing up there? Er sah eine dunkle Schattenfigur hinter der Treppe hervorlugen. Oh, da hat Jared etwas einfach in den Kuckuck Raum, gemacht. Wo sogar die Katze zusammengekauert neben einem hängenden Kreuz in der Ecke zu sehen war. Jared, der allein war. Da, der Schwanz ist auch ganz buschig. Habt ihr das gesehen? Das heißt, die Katze ist in Alarmbereitschaft. Als er ihnen gefolgt war und sich an ihn oder seinen Bruder geheftet hatte, wusste Jared nicht, was er tun sollte. Wie immer, lass mich wissen, was du davon hältst. Oh, ja, okay. Etwa ein Geist. Justin Frazier, ein ortsansässiger Nachtportier, dokumentiert unerklärliche Vorfälle in einem als paranormal geltenden Hotel. Okay. In einer kürzlich aufgezeichneten Nachtschicht erfassten die Sicherheitskameras eine Anomalie, die Frasers Aufmerksamkeit erregte. Okay. Sitzt da jemand? Oh my! Oh, ist das gruselig. Ich meine, theoretisch könnte das auch gefaked sein, ne? Indem man da einfach ein aufgenommenes Video abspielt, ne? Ich bin noch nicht ganz überzeugt, Leute. Ich... Oh. Was ist denn das für ein Raum? In Rot. Ja, du hast ihn ja eben auch schon nicht gesehen. Brauchst du den nicht suchen? Nur mal so nebenbei. Außer der hat sich manifestiert. Der Geist. Oh, das war der rote Raum. Er sieht eine leblose Gestalt. Oh Leute, ich bin mir nicht sicher. Sitzt, das könnte auch aufgenommen sein. Aber als er um die Ecke geht, um die Person zu begrüßen, ist niemand da. Wir können sehen, dass die Kamera live ist. Denn als er wieder um die Ecke geht, um erneut nachzusehen, können wir ihn selbst auf der Kamera sehen. Oh! Dass es eine Verzögerung in der Aufnahme gibt. Noch unheimlicher wird es, als er den Hinterraum überprüft und zurückkommt. Die Gestalt steht jetzt im Flur und beobachtet ihn einfach. Oh, ist das gruselig. Ja, und weiter? Überwachungskamera im Zimmer eines kleinen Mädchens. Ich bin mir nicht sicher, Leute. Etwas Unheimliches aufgezeichnet. Es ist mitten in der Nacht, etwa 3 Uhr morgens. Das Mädchen sollte längst schlafen, ist aber hellwach. Plötzlich und rennt sie in Panik irgendwo ins Schlafzimmer ihres Vaters. Zitternd erzählt sie ihm, dass sie Angst vor etwas an der Decke hat. Oh der Vater my. Denkt zunächst, es sei nur ein Insekt. Er beruhigt seine Tochter, zeigt ihr, dass nichts da ist und schickt sie wieder ins Bett. Doch am nächsten Morgen, als er die Aufnahmen durchsieht, läuft es ihm kalt den Rücken herunter. Was die Kamera aufgezeichnet hat, ist wirklich beunruhigend. Oh! 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 Ist das eine Garderobe? Mit Licht? Aber warum ist die Tür nur zur Hälfte? Ach, das seht ihr gar nicht. Guckt mal. Guckt mal.
Oh, ich weiß nicht, ob ich mich wegseppe. Das Leute. Licht im Zimmer flackert mehrmals an und aus. Man hört deutlich das Klicken des Lichtschalters, als würde ihn jemand betätigen. Aber oh, sowohl crazy. Seine Töchter als auch er und seine Frau schliefen zu dieser Zeit tief und fest. Noch verstörender wird es, als seine Tochter aufwacht und ängstlich zur Decke starrt, als ob sie dort etwas Bedrohliches sehen würde. Dem Vater wird klar, dass seine Tochter vielleicht wirklich etwas Furchteinflößendes gesehen hat. Er gerät in Panik und macht sich große Sorgen um die Sicherheit seiner Familie. Naja, klar. In den darauffolgenden Tagen passieren weitere merkwürdige Dinge im Haus. Schließlich stellt der Vater die Betten seiner Töchter um, in der Hoffnung, ihnen so ein sicheres Gefühl zu geben. Doch die seltsamen Ereignisse... Ja, aber es ist doch derselbe Raum, oder nicht? In einer da ist es egal, wie du das Bett hinstellst. Während seine jüngere Tochter schläft, passiert Folgendes. Wow! Soll das da so sein, links? Ein Orb? Leute! Ist dein Gesicht oder so? Ein Orb schwebt durch ihr Zimmer. Ja, den haben wir gesehen. Nachdem sie aus dem Bild verschwindet, sind drei Klopfgeräusche zu hören. Kein gutes Zeichen. In der darauffolgenden Nacht nehmen sie weitere merkwürdige Geräusche wahr. Oh mein Gott. Bisher wacht aber das Kind noch nicht auf, na Gott sei Dank. Einige Nächte später wird seine älteste Tochter von etwas Erschreckendem geweckt. Oh. Sie behauptet, etwas habe ihren Fuß berührt. Oh nein. Schaut jetzt genau hin. Ja, sieht so aus, als wäre der Fuß weggezogen worden, ne? Oder das Bein besser gesagt. Man kann sehen, wie sie aufsteht und dabei ihren Fuß ausstreckt, als ob ihn gerade etwas berührt hätte. Verwirrt schaut sie sich im Zimmer um, in der Annahme, es könnte ihr Hund gewesen sein. Aber da ist niemand. Verängstigt und ratlos angesichts all dieser Vorfälle lädt der Vater die Videos ins Internet hoch. Er hofft, dass jemand eine Erklärung für diese Ereignisse haben könnte. Doch bis wir mehr Informationen erhalten, bleibt es wohl ein Rätsel. Oh, Leute, wow. Am 27. August 2024 das ist echt gruselig. Sieht sich ein Ladenbesitzer nervös die Aufnahmen eines verstörenden Vorfalls, Pyjama Party, der sich ne? früher am Tag ereignet hat. Er weiß, dass das, was er gefilmt hat, schwer zu glauben ist. Deshalb speichert warte, er muss das ich Video mich gleich sofort, wegziehen? Um einen Beweis Gucken für wir sein mal. Erlebnis zu haben. Denn beim Auspacken von Kartons passierte etwas. Etwas so Beunruhigendes, dass es ihn völlig aus der Fassung brachte. Hier seht ihr die Aufnahmen der Überwachungskamera des Ladens. He's putting things away from the box. All right, now watch. Okay. I want you guys to focus on this area right here. Okay. Okay. Ich gucke. Ich gucke. Hold on, let me, speed this up a bit. Ja, bitte. All right, watch. Oh. Okay, muss jetzt noch nichts heißen, ne? Look at that. And I'm just like tripping, like what? Okay, but ich meine, guckt euch mal da oben die an. So richtig gut stehen sie nicht. Watch. Das Ding zum Beispiel. Okay, das ist, wo ich die Aufnahme gestoppt habe, weil ich ein Geräusch gehört habe. Is that you? Ich bin es. Look, Mario. Look, I'm here by myself. Nobody's here. It's just me. See that? Ja, ist keiner da. Ich sehe es. Warum haben die einen Nachtwächter? Oder so? Oder ist der Shop offen? Leute, hat der Shop offen? Hat der Shop offen? Hat der Shop geöffnet?
gerettet. I threw down the bombs earlier. Ich kann nicht nur kein Englisch, ich kann auch kein Deutsch. Hat der Shop offen, ey. Come on out. You don't scare me. Come on out, pussy. Beleidige den doch nicht, bist du sowas von Plemmy Plemmy? Always trying to mess with me. Ich verstehe es nicht. Ist das ein Nachtwächter? Oh. Oh, shit. Müssen die nachts einen Laden bewachen? No. Hell no. No. Ja, was passiert? Let me see. Where am I? Okay. I'm here. Well, where am I though? But look, there I am, right there. Oh, der hat sein Haar angetouched. Ich meine, wäre ich ein Geist, würde ich auch Haare antatschen, Leute. Ihr wisst, ich stehe auf Haare. No. Das ist ja crazy. Die Kamera, die auf den Seiteneingang gerichtet ist, fängt etwas Erschreckendes ein. Seine Haare heben sich plötzlich wie von selbst. Genauer gesagt, sie werden von etwas Unsichtbarem nach oben gerissen. Der kräftige Ruck lässt ihn in Panik davonrennen. Er ist überzeugt, dass ihm jemand einen üblen Streich spielt. Doch als er die Aufnahmen überprüft, wird ihm klar, hinter ihm war niemand. Streich ist ja ein bisschen seltsam, wenn hinter ihm keiner ist. Was oder wer hat dann an seinen Haaren gezogen? Einige Zuschauer vermuten, es könnte der Geist sein, den er schon länger im Laden spürt. Andere sind einfach ratlos. Für den Ladenbesitzer gibt es jedoch keinen Zweifel. Er glaubt, es ist dasselbe Wesen, das den Laden schon seit einiger Zeit heimsucht. War das ein Geist, der von der Kamera eingefangen Rodney wurde? Junior. Oder gibt es eine andere Erklärung für das Geschehen? Ja, also das könnte tatsächlich falsche Lagerung sein. Einige Kartons sahen seltsam aus. 2024 erlebte ein Mann aus Ohio, USA, ein mysteriöses World of No Shirts? In dem Video, das er aufnimmt, sieht man ihn zu einem Tunnel gehen, der neben einem Bach liegt. Während er durch den Tunnel läuft, spricht er über die unangenehmen Gerüchte, die diesen Ort umgeben und für seinen unheimlichen Ruf sorgen. In a place called Crybaby's Tunnel. Oh, Weinherd bei Babys? A place. It's local. Area. And they say she got hit on the tracks with her baby. Where her body was dumped. Oh. Right. Da kommen wir zu den sensiblen Themen, meine Lieben. Oh. Sieht eigentlich aus wie so ein Hund oder so? Fiel ihm etwas Verstörendes auf. Ein Tierkadaver, der im Bach neben dem Tunnel lag. Der Mann kehrte zum Tunnel zurück und setzte seinen Weg fort, als plötzlich ein Geräusch die Stille durchbrach. This place is spooky. Is anybody out there? Ja. It's me. Ich versuche lustig zu sein, weil ich Angst habe. Hello? Right. Oh, wow, Leute, ich hoffe, ihr seid nicht empfindlich. Hell no. Es war unverkennbar der Schrei eines Kindes. Oh, das habe ich nicht mitgekriegt. Der Mann hielt inne und sah sich um, konnte jedoch niemanden entdecken. Er bewegte sich vorsichtig weiter und versuchte, das Geräusch als Einbildung abzutun, doch es wiederholte sich. Ich trinke mal was und hoffe, ich verschluck mich nicht. Diesmal war es lauter und deutlicher. Der Mann war überzeugt, dass es sich um das Weinen eines Säuglings handelte. Mhm.
beim zweiten Anlauf, aber mhm. I know you guys heard that. Aha. I ain't going down there. If you guys think I'm going down there, you're crazy. Oh, okay. I don't know if I heard a dog or what that was, bro. Yeah, I'm out here, bro. Erschrocken und verunsichert verließ er den Ort. Der Schrei hallte jedoch noch lange in seinen Gedanken nach. Oh, das ist definitiv Babygeschrei. Was könnte dieses seltsame Erlebnis erklären? Oh, nicht schon wieder. In der Nacht des 17. März 2024 erlebt ein Fluglinienmitarbeiter etwas, das ihn zutiefst verstört. Als Teil des Reinigungsteams. Ganz kurz, Leute. Kaut kein Kaugummi und habt dabei den Mund offen, als würdet ihr euch gleich den Kiefer ausrenken. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. So, okay, weiter. Ist es sein Job, Flugzeuge nach der Landung sauber zu machen? An diesem Abend entscheidet er sich jedoch für etwas Ungewöhnliches. Okay. Statt nach getaner Arbeit zum nächsten Flieger zu gehen, bleibt er in einem großen, frisch gereinigten Flugzeug. Da spät war und für längere Zeit keine Passagiere erwartet wurden, dachte er, es könnte spannend sein, noch etwas zu bleiben. Er ahnt nicht, dass diese Entscheidung zu einem Erlebnis führen würde, das ihn monatelang verfolgen sollte. Der wird nie wieder ein Flugzeug betreten. Und ich auch nicht. Ist er das mit den Geräuschen? Ich weiß nicht, ob er das mit den Geräuschen ist. Let's go, let's go, let's go. Did this? No, no, I know I'm not dumb enough to lift those shades up because I got my flash on it here. Oh. Oh, du machst das illegal, Boy. Das geht gar nicht. Du sollst arbeiten. Okay, es ist saukalt und dunkel. I mean, I know it doesn't look that dark on the camera, but it's dark. Let's go! Let's go! Wow! Sei mal nicht so enthusiastisch. Ey, ein bisschen, Kumpel, ein bisschen. Ist okay. Mhm, Rennboy. Oh. Oh, ich meine, das könnte auch dorthin gerutscht sein, aber das sieht eher aus. In einer der Reihen nach außen, als hätte ihn jemand gerade hastig gelöst. Genau so sieht es nämlich aus. Der Reiniger, sichtlich erschrocken, nähert sich vorsichtig dem Sitz, um nachzusehen. Aber was findet er? Absolut nichts. Der Sitz ist völlig leer, ohne jegliche Spur von jemandem, der den Gurt hätte bewegen können. In diesem Moment scheint ihn echte Angst zu packen. In Panik zieht er sich in sein Versteck am Ende des Flugzeugs zurück, wo er mehrere Stunden bleibt, bis er von anderen Airline-Mitarbeitern gefunden wird. Zuschauer vermuten, es könnte der Geist eines verstorbenen Passagiers sein, während andere vorschlagen, es handle sich um eine Art Restenergie der unzähligen Reisenden, die diesen Sitz besetzt haben. Oh. Aber was denkt ihr? Das war's? Leute, das war's. Wann sind wir denn zur Eins gekommen, Mensch? War ich so nervös? War man nicht erst bei der Drei oder so? Ja, wird ja wohl so sein, ne? Der wir gucken doch mal. Noch lange ich dachte, wir wären erst bei der Drei oder sowas. Habe ich was könnte so intensiv geguckt, Ereignis erklären? Dass mir das nicht aufgefallen ist? Wir gucken nochmal, Leute. Wir gucken ganz. Das ist die 4! Am 17. März 2024 erlebt ein Fluglinienmitarbeiter etwas, das ihn zutiefst verstört. Wo als sind denn die anderen drei? Hä? Ist es sein Job, Flugzeuge nach der Landung sauber zu machen. Hä, Mr. Dream? Ach so.
so, oder kommt dann noch Teil 3? Aber wir haben doch mit der 15 begonnen, oder nicht? Ja, tatsächlich, guck mal, wir haben mit der 15 begonnen, nicht allein. Mr. Dreamer? Wo sind die anderen? Hast du rausgekattet oder was ist los? Aber Leute, es geht gerade nicht weiter. Das wurde erst hochgeladen. Und ja, mehr gibt's eben nicht. Aber okay, das war zum Teil echt sehr gruselig. Und ich hab mich, warte, hier, dieser Boy, wo ist die Ecke? Wo ist er? Da! Das hat mich gekillt. Das hier hat mich richtig gekillt. Als sie sich nach rechts geschoben hatte und der Ballon ist dann ebenfalls von sich aus gesehen dann eben nach links geswiped. Es war, als würden beide quasi jetzt um die Ecke gucken wollen. Da habe ich mich richtig erschrocken, Leute. Aber richtig. Hätte mir fast in die Hose gemacht, aber pst, erzählt das niemanden, ne? So, meine Lieben. Das war's dann auch schon mit diesem Video. Es war mal etwas anderes. Es war, ja, was ganz anderes eigentlich, was normalerweise nicht so auf meinem Kanal stattfindet. Aber ich dachte mir, zur Halloween-Zeit können wir uns ja mal sowas anschauen. Und du kannst mir ja mal sagen, ob wir uns öfter mal sowas angucken sollten. Also, dass es nicht nur spielerelevant ist, sondern dass wir auch mal andere Dinge machen und tun. Wie zum Beispiel die Pyjama-Party, die wir jetzt gleich starten werden. Ja, ich habe es nicht vergessen und du hoffentlich auch nicht. Und ja, du kannst mir ja gerne mal Feedback dalassen, ob nun hier oder auf Discord. Das ist ja Jacke wie Hose, ne? Da kannst du gerne schauen, wo du am liebsten schreibst. Oder eben, ich kriege gar kein Feedback, das kann auch passieren. Dann gebe ich mir eben mein eigenes Feedback. Und ja, ich hoffe, du hast noch einen schönen Halloween-Tag. Ich hoffe, wie auch schon davor einmal gesagt, ich hoffe, du hast ordentlich Süßigkeiten bekommen. Oder auch nicht. Ich hoffe aber schon, weil ich hätte auch gern welche gehabt. Aber gut, das Thema hatten wir schon. Falls du überhaupt das Video vorhin gesehen haben solltest. Aber gut, alles klar, meine Lieben. Dann danke ich fürs Zusehen und wir sehen uns dann demnächst wieder. Und bis dahin, bye bye.